Okay, das ist ja doch nicht so cool, wie ich dachte. Aber was ziemlich cool ist, der Trick, den ich heute zeige. Nämlich zeige ich euch, wie ihr in Premiere Pro eine Audiodatei und ein Video synchronisieren könnt. Deswegen lasst uns direkt reinhüpfen. Und zwar, wenn wir in Premiere sind, dann haben wir einmal hier das Video an sich, was natürlich auch schon eine Audiospur besitzt, aber die natürlich manchmal nicht die beste ist, je nachdem, womit man die Audio aufnimmt. Und dann haben wir hier nochmal eine separate Audio, die wir aufgenommen haben. In dem Fall ist das eine Reaction, die ich mit einem Kollegen gemacht habe. Das haben wir mit dem Handy aufgenommen im Auto und das ist natürlich besser als die Kamera, die noch weiter weg war von uns. Dementsprechend ist es so, dass wir das jetzt synchronisieren wollen und dazu legen wir einfach jetzt die Audiospuren untereinander und markieren beide, machen Rechtsklick und gehen auf Synchronisieren. Da muss hier bei Audio Spurkanal 1 angeklickt sein, achtet darauf und dann drücken wir OK und lassen Premiere die ganze Arbeit machen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich habe früher es nicht gewusst, dass es diesen Trick gibt oder diese Funktion. Und ich habe immer alles selber gemacht. Ich habe hier bei den Frequenzen von der Audiospur immer geguckt, wie das ungefähr zusammenpasst. Das war eine mega Arbeit. Mega nice, dass Premiere diese Funktion jetzt hat. Und jetzt sehen wir schon mal hier, dass Premiere da die Arbeit für uns gemacht hat. So ist es synchronisiert. Das heißt, wir sehen hier, dass wir die Audiospur vom Handy ein bisschen früher angefangen haben. Diese Schnipsel brauchen wir dann nicht. Löschen wir. Zack. Und dann sind wir good to go. Wenn das so synchronisiert ist, dann brauchen wir natürlich nicht mehr die Audio von der Kamera selber. Die nervt jetzt in dem Fall nur und dazu löschen wir die. Und wenn ihr jetzt hier auf die Audiospur gehen wollt und die löschen wollt, dann löscht ihr natürlich auch das Video. Aber es gibt da einen Trick und zwar drückt einfach Alt und dann die Audiospur. Dann markiert die nur die Audiospur und nicht das Video, was damit verknüpft ist. Geht auf Löschen, zieht am besten die Audio vom Handy eine höher und dann habt ihr eine Audiospur. Und ein Video, was synchron ist. Das Ganze bietet sich natürlich auch an, wenn ihr Musikvideos filmt. Da ist das mega nützlich, habe ich auch schon öfters gemacht. Und ihr könntet sogar jetzt noch hergehen, die markieren, Rechtsklick und dann miteinander verknüpfen. Das heißt, wenn ihr das jetzt anklickt, dann markiert ihr auch die Audiospur. So Leute, das war's mit dem Tipp für heute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Mir jetzt damals mega geholfen. Und wenn ihr interessiert seid an Premiere Pro und generell an Filmmaking, dann folgt diesem Kanal. Ihr werdet immer wieder coole Tipps sehen, die euch weiterhelfen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir uns zusammen weiterentwickeln. Und Peace, bis zum nächsten Mal.